Also, hier mal wieder Minecraft, das zweite Minecraft-Video, Take mit 137. MC Raven 94 und Floschen. Floschen kennt ihr alle, ne? Ja, der Und Lustige. natürlich mit mir. Ich Der habe mir jetzt Lustige. einfach mal überlegt, euch mal unsere Stadt zu zeigen. Pudding, Und jawohl. halt die ganzen Werke, die wir errichtet haben. Ja, dann fangen wir das erstmal hier an. Erst riechen und dann essen. Also seit paar Stunden oder seit, ja, guten Stunde habe ich die Idee gehabt, hier mit Flo ein Schloss zu bauen. So ein Schloss, halt mit der Einrichtung, wie es so, also wie das hier so aufgebaut ist, wie von Luigi's Mansion, die Villa. Wer das Spiel kennt, kann das hier vielleicht schon etwas raussehen. Ja, und dann haben wir hier überlegt, hier diese zwei Räume da, dass man hier unten noch so einen Kerker errichten kann mit einer Leiter, die runterführt. Hier kommt man halt zum Riesenraum, was eigentlich, glaube ich, so ein Speisesaal sein soll oder ein Aufhalteraum. Ich weiß nicht, also hier ist alles noch in Arbeit. Hier sage ich mal so ein Mini-Toilette, ja, also wie man hier schon sehen kann, ja. Also, ja, also fürs Erste und die Fenster, also wie so im typischen Schloss halt so kleine Fenster, lange kleine Fenster. Ja, dann halt um. Hühnchen. Ein Hühnchen, genau. Dann. Ja, hier. Wo? Hier. Na gut, dann kommt man hier in den zweiten Raum. Ja, also hier sollten das noch eine kleine Hilfstreppe sein, damit ich oben das Dach zu Ende bauen konnte. Also ich habe jetzt keine Bruchsteine mehr, deshalb möchte ich das andermal machen. Dann fehlt jetzt hier noch eine Eisentür, dann sollte hier auch noch ein Raum sein. So, und dann ist hier ein Mini-Korridor mit drei Plätzen für Schlafzimmer. Also kann man hier so ein Bett hinstellen für drei Leute, die zum Beispiel jetzt hier mal im Hotel, also wie so ein Hotel immer wohnen möchten, die jetzt zu Besuch sind oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Und das wird natürlich noch zu Ende gebaut. Also ist jetzt erstmal so ein, sag ich mal, weiterer Test. Einfach mal, um zu sehen, wie das jetzt ist. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Minecraft mal zeige. Weil ja Mario Kart Wii down ist, wie ihr ja schon wisst, also regulär down ist, mache ich ja auch jetzt keine Mario Kart Videos mehr, weil das jetzt auch langweilig wird, immer mit CTs und so. Und ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen Du die kannst Wii U irgendwie auch bekommen. Go spielen, aber ich danke. Ja, kann ich auch so spielen, aber werde ich nicht mehr recorden. Also wie gesagt, ich bekomme in den nächsten Tagen die Wii U. Und kann ich mich erstens schon mal angewöhnen, so wie die Wii U ist und so. Und dann einen Monat später kommt dann halt Mario Kart 8. Und dann wird auch versucht, paar mal damit auch paar Gameplays und so zu machen. Ja, und da habe ich mir überlegt, mache ich auch nebenbei noch Minecraft. Ne? Und ja, hoffe ich mal, dass es auch gut rüberkommt. Also ich versuche das jetzt erstmal. Gut, dann zeigen wir jetzt erstmal die anderen Werke. Also das ist jetzt die sogenannte Festung. Ja, dann kommen wir mal hier zum Aussichtsturm. Von dort oben hat man eigentlich eine schöne Aussicht über unsere Stadt. Was eigentlich der sogenannte höchste Turm werden sollte, aber man sieht, dass hier eine Achterbahn das quasi übertrumpft. Ja, also die werden wir natürlich auch gleich bereisen und ja, dann zeige ich euch einfach mal, was es hier mit dieser Kirche auf sich hat. Ich muss kurz mal AFK, Moment, Leute. Hi. Flo, kannst du Also, ne, Flo, kannst du eine Überbrückung machen? Ich muss kurz was machen. Kannst du kurz das Let's Play übernehmen, ganz kurz? ja, hallo, Okay, ich bin danke. Bis Fluschen gleich. mit Wem. Ja, ich bin kurz AFK. Naja, dann warum cutten, wenn wir auch weiterreden können, ne, Wem? Ja. Das ist Wem, Zuckerschnute. Ja, ich sehe einfach, wie halt mit der Liebe mich das Ziel zu sagen, eine Kirche und so, was auf sich hat und so. Wir hatten hier mal paar Er muss jetzt Menschen. reingehen. Moment, ich schub's ihn mal rein. Ah ja, stimmt, ja, du schubst ihn mir da rein. Moment. Er hat die Kamera an sich. So. Er kommt nicht rein. Egal, ihr könnt auch so, glaubt, was sehen, oder? Wenn ihr was seht, oder? So. Okay, ihr seht. Ihr seht da einen Bruchstein. Weil es so, ja, halt zu faul war, um den Eingang zu benutzen oder den Ausgang. Ja, und ja, ich weiß gar nicht, was ihr hier sieht.
mich so lange auf Mr. C zu warten. Und ja, wir können so lange Unterhaltung machen und sowas, ne? Ist halt ein Community-Freundes-Server und so. Eigentlich, so gesagt, nicht für jeden da, aber wir haben schon... Auch kein Community-Server. Oder auch nicht Community oder irgendwas, ist mir egal, kann ja eins werden, weiß ich ja nicht. Und der ist so fett dafür. Und ja, wer irgendwie mal Bock hier auf dem Server zu spielen hat oder so, kann sich ja mal melden und wir überlegen uns ja. Wenn größtenteils, wenn ihr Bock auf uns habt und so und spielen wollt, wir gehen oft noch, ja, passt nicht rein. Doch, wir können da uns den rein tippen, mach mal. Ah ja, und, stimmt. Und ja. Und ja, wir labern so lange jetzt etwas zu. Ja, so. Er kann zaubern und. Besser, ja. Ja. Verkehrte Richtung. Ja. Moment. So, jetzt sieht er was. Der guckt jetzt den Boden an. Ja, aber. Ja, wir haben hier roten Teppich und Moment, so. Hier sieht gleich was. Erde. Jetzt sieht er. Erde. Scheiße. Ja, Moment. So, jetzt sieht er was. Ja. Ja, ich halt, wir hatten davor mal einen Priester gehabt, aber der ist leider gestorben und so, weil er kein Essen bekommen hat und so. Und dahinter, den Sicht, wo ihr nicht gucken könnt, war ja eine kleine Hütte, war auch noch ein Villager. Aber er ist ja weggerannt und so, weil er kein Spielzeug bekommen hat und so. Und ja, und die, keine Ahnung, Setu ist aber da lange weg und ich weiß nicht, was da war. So, ist halt einfach so ein bisschen wie eine Kirche aussieht und so, aber. Gleich könnt ihr das sehen. Nein. Ja. Entschuldigung. Ja, ja, so seht ihr das und so. Wir machen das irgendwie so. Wir können auch ein bisschen runter. Pop. Das ist jetzt unser Priester und so. Rest ist der Eisengolem und so. Das sieht aus wie Ding. Genau. Und da ist Seto und jetzt kann er weiter Müll haben. Ja, also ich weiß nicht, was Flo jetzt hier noch gelabert hat oder euch noch gezeigt hat. Flo, was hast du denn, was hast du noch so gesagt? Damit ich jetzt hier nicht doppelgemoppelt mache. Ja, hast du die Kirche schon gezeigt und so? Wie denn, wenn du nur rumschießt? Achso, also okay. Also, du wirst dich rumschleudern. Also wie hier ist so ein Mini-Altar. Ja, so eigentlich war hier mal so ein Priester, aber ich weiß auch nicht, wo der ist. Hast du schon erzählt. Ich auch. Ja, haben wir mal hier. Das habe ich schon erzählt gehabt. Okay, ich weiß, jetzt habe ich aus Versehen. Die Schallplatte. Okay, da, am Anfang hört sich das an wie Kirche, das habe ich gedacht, passt das hier zu, aber gleich passt es irgendwie nicht mehr. Also haben wir hier paar zwei Eisengolems, die so als Beschützer dienen für die Leute, für die Priester halt so. Beschützer, Engel, ne, so Engel und so. Engel, ja. Ja, keine Ahnung, so Schutzengel oder wie man das auch nennt. So, wie komme ich jetzt eigentlich hier wieder raus? Hier. Wo? Hier ist der Eingang. Ich meine hier vom Altar. Rechte Seite, ich sag nur Tür. Achso. Da, guck. Was mach ich da? Sorry. Mach weg. So, und dann haben wir hier so, Flo hat irgendwie hier Magma oder Lava reingetan, ja, so. Was speziell irgendwie finde ich gar nicht zu einer Kirche passt, weil Lava ist ja mehr so das Zeichen für den Teufel oder für die Hölle. So, dann hat sie hier so Sitz rein, Lampen. Ich glaube an den Teufel. Weg. Geh weg. So, dann haben wir mal hier so eine kleine Zentrale für Spendenaktionen oder Hilfe für Arme und hier war eigentlich auch ein Bewohner drin. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt ist. Gerade aufhört. Ich habe auch halt erklärt, wenn ihr mal irgendwie Bock habt oder generell überlegen würdet, dass ihr mitzocken wollt mit uns oder generell würdet ihr noch sich entscheiden. Genau, also wie gesagt, sollten wirklich viele Likes kommen oder viele schöne und gute Kommentare, die auch vielleicht mitzeugen wollen oder auch Interesse an dieser Map haben. Wir überlegen uns, wenn wir dann halt fertig sind, die Map zum Download freizugeben oder die oder einzelnen... nicht, dann spielt ihr mit uns einfach, genau. Ja, oder ihr könnt einfach mal testen, wie das ist, aber bitte dann auch nichts kaputt machen oder so, weil wir haben dann auch richtig großes Vertrauen dann in euch. Ja, dann zeige ich euch jetzt erstmal die Bibliothek. Und ja, je mehr, desto besser und so und dann, ja. Damit es so mehr Stimmung in der Hose geben. Genau. So, dann haben wir hier erstmal eine kleine Beratung, Bestellung für Bücher. Hatten wir auch eigentlich mal jemand drin genau, gehabt? Genau, da hatten wir auch jemand drin gehabt. Anscheinend sind alle irgendwie gestorben, weil wir wurden irgendwann, glaube ich, von der Zombie haben wir, glaube ich, angegriffen oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, genau so ist es passiert. So, dann haben wir mal hier so eine
kleine Zauberecke, womit man halt seine Waffen und Rüstungen verzaubern kann. Mit einer bestimmten Anzahl von Levels kann man halt diese dann einsetzen. Ich zum Beispiel könnte jetzt irgendwas verzaubern, mache ich jetzt nicht. Ach, weil Nightfall. Ja, genau, ja, okay, aber habe ich ja schon gemacht. Ja, und dann haben wir hier so ein paar Bücherregale, ne, so damit das hier wie in der Bibliothek aussieht. Und was auch nice aussieht. Was ist das hier? Ja, wie weiter geht. Na gut. Hier so Zigarettenstummel, hier ein paar Pilze, nur eine kleine Glowstone-Lampe, ja. So, dann kann man hier hoch. Und was man wirklich auch, finde ich, selten im Real Life sieht, ist, wenn es auf Häusern wirklich so ein Dach ist, der aus einem reinen Garten besteht. Ja, so einfach Garten drauf ist auf dem Dach, so mit einem Teich und so. Also, ich weiß nicht, vielleicht, das gibt's auf jeden Fall, das weiß ich, aber ich habe es wirklich fast noch nie gesehen. Vielleicht nur ein oder zwei Mal Ausnahmen. Ja, und ja, da hinten was? Ist sonst nichts mehr. Was siehst du da? Was denn? Ja, also da hinten auch nichts. So, dann kommen wir mal hier. Hier ist das Haus von Raven. Und daneben, was ich auch vor kurzem jetzt entdeckt habe oder herausgefunden habe, ist, das soll kein Papagei hier darstellen, hier dieses schwarze. Keine Schildkröte. Also, keine Schildkröte, kein Tukan, kein Vogel. Und, also schon ein Vogel, aber ein Rabe. Kein Alter. Also, ein Rabe Raven auch genannt, ne, deshalb auch Raven. Also das hier so glaube ich, so ein einfach so ein Markenzeichen hier sein, ja, dass man erkennt, ach, ein Rabe, oder vielleicht unter Raven oder was weiß ich so. Sondern ist da sein Haus. Da können wir jetzt auch mal hin. Ich meine, ich müsste überleben, wenn ich jetzt hier runterspringe. Okay. Wo ja. Ist er denn? Hier, ey, Xeto, geh mal kurz hier runter. Das kannst du auch mal kurz zeigen, das ist mein Keller. Habe ich erst angefangen. So. Ja, okay. Wir haben schon jeder ein Thema. Was hast du dir eigentlich hier so überlegt? Ja. Hier geht man so drauf und dann öffnet sich so eine Tür und dann kann man hier reingehen und hier ist noch nicht viel gebaut. Sure, aber ja, ich bin da gerade dabei, aber das Spezielle ist halt hier diese Pistentür. Oh, ah, die Tür ist geil, die hat mich auf eine neue Idee gebracht. Oh, okay. Ja. Insbesondere für den Tempel. Na gut. Okay. Ja, vom Tempel, da erzähle ich auch nachher noch etwas. So, da haben wir hier, glaube ich, so einen kleinen Raum, wo man eine Ofen... Oh, vier Ofen beieinander und einer, der in der Luft hängt. Also, ja. Raven, was hast du dir da überlegt? Also, hier hing eine Fackel und ich war zu faul, die wegzutun. Achso, okay, das ist ein Argument. Das ist die große Geschichte. So, dann geht's hier auch hoch zur mittleren ersten Etage. Sieht auch noch etwas leer aus, aber ich glaube, der Boss jetzt noch ein paar Sachen mal hin, ne, denke ich mal. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig, okay, dann geht's mal hoch. Auch genauso. Was mir aber auch sehr gefällt, ist hier. Dieses Glasfenster. Das sieht sehr gewagt aus. Also wenn ich in so einer Welle leben würde, also ich könnte das irgendwie gar nicht, weil wenn da zu viele Fenster sind, das mag ich nicht. Aber das sieht so vom Aussehen richtig geil aus, muss ich dir wirklich lassen. Danke. Ja. So, und ja, dann zeige ich euch jetzt mal den botanischen Garten von Flo, der aus Langeweile einfach mal so ein, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter Garten er gemacht hat. Ja, so hier ist so ein kleiner Fluss mit einem kleinen Wasserfall da unten. Und jetzt fängt es natürlich an zu schütten. So, da kann man halt hier mit der Bootsstation... Da in der Truhe Boote, wenn man keinen Butter zur Verfügung hat oder keine gerade craften kann, Butter sich ausleihen und halt hier mit dem Boot rumfahren, um halt da nach unten zu können. Ich mache nur ganz einen Tag und so, weil ja, klar. Ihr besser sehen könnt dann. So, hier, was weiß ich jetzt nicht, was, vielleicht nur ein kleines Gartenhäuschen. Kleines Gartenhäuschen und dann ist hier halt der Eingang zum botanischen Garten. Das da oben, finde ich, könnte man sagen, ist der sogenannte Dekobaum. Ja, weil der Dekobaum ist ja so riesig und ja, so Leute, die Zelda halt spielen, müssen den eigentlich auch kennen. Und ja, also hier halt Garten halt mit einem kleinen Mini-Wasserfall, was eigentlich auch sehr schön aussieht, finde ich. Ne, mit diesen ganzen Dschungel-Lianen oder wie nennt man das nochmal? Ach, ihr wisst ja, was ich meine. Ja, mal hier Ranken. Noch Ranken, genau.
Hat eine kleine Abkürzung, dann hätten sie wieder einen Grafikbug, wie man sehen kann. Schankmünzung. Ja, ja, genau. So, und dann ist dann hier hinten, kann man vielleicht... Und man kann sehen, da hochklettern, ne, Deko und so. Eine kleine Bahn aus Redstone erstellt, womit man halt einfacher zum nächsten Computerdorf, also kennt ihr diese Dorf mit den Dorfbewohnern, da hinkommen kann, dann kann man ja mit denen halt Sachen tauschen oder handeln oder halt langweilig umbringen und so. Ja, und dann gehen wir hier mal weiter. Kann ich jetzt hier auch schneller laufen, gut. Ja, dann guckt man jetzt hier am Haus am See. Haus am See. Das Haus am See. Na, Spaß. Ja, auch genannt See am Haus oder Seehaus, genau, Seehaus. See am Haus. Und dann, ja, kann man hier noch mit so einer Lore fahren, die halt uns dann oder euch dann halt zur Mine bringt. Wenn man jetzt, warum hast du die ganze Zeit dabei? Ich habe immer eine dabei, auch ein Boot. Ne, kann man da hin. Ich habe einfach was gefunden hier gebaut. Ja, ja, ist ja nicht schlecht. Also die Idee, da kann man da halt, wenn man so einen langweiligen Berg, das sieht, einfach mal ein bisschen Minen machen. Also Minen stöbern, selber graben. Dann müsste man hier gleich rauskommen. Lol. Lol. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass, ich glaube, Flo hat jetzt wirklich, ohne damit ich mal was weiß, hier weitergebaut, aber okay. Ins Wasser, das ist natürlich ein schönes Spiel. Okay, ich dachte schon, meine Diamantenspitzhacke wäre weg. So, muss ich schnell an die Luft. So, und ja, dann kann man halt hier irgendwie Minengraben hier zum Beispiel, ne, anfangen. Ist eigentlich auch... Was war das jetzt? Mein Pups. Sah aus wie ein Schock. War, glaube ich, auch einer. So, und dann, wenn man jetzt hier weiter... Willst du einen Schock sehen? Nein. Kommt man jetzt zurück zum Dorf. Das war jetzt unnötig. Ja, also dann sieht man hier so einen riesigen Steinklotz, sage ich mal. Steinblock. Das ist... Lol. So, Flo hat gerade Langeweile, also einfach nicht, einfach ignorieren. So, dann kommen wir mal hier zu Dark Shadows Hütte. Oder Dark Shadows Bruchbude, wie er die auch genannt hat. Hier ist, ja, das zeige ich gleich. So, da hatten Shadow und ich mal uns überlegt, wie wir sein Haus einrichten könnten. Und auch schön mit Teppich und so. Hier ist so Wolle, glaube ich. Ja, ja, genau, Wolle, genau, Wollblöcke. Und hier so eine kleine Mini-Küche oder so. Oder was auch sehr praktisch ist, eine Truhe am Fenster anzubringen. Ich meine, na gut. Und dann hier eine Musikbox, ne, wo man hier irgendwie aus Langeweile Musik-Beats machen kann. Bass und so was. So, und dann kam man hier noch hoch. Was auch natürlich lustig war, ist, dass auf... Loi? Wieso ist hier Wasser? Weil ich Langeweile habe. Achso. Dass hier mal irgendwie auch Zombies oder so gespawnt sind, obwohl hier Licht war. Ja, okay. Flo, ich muss da immer nochmal hoch. Wärest du bitte so freundlich und das Wasser wegzumachen? Dankeschön. Gut. Ja, und dann denke ich mal, kommt hier noch mehr, weil Shadow ist... kommt nicht so oft hier auf den Server und dann könnten wir irgendwann dann, wenn er mal wieder kommt, mal hier etwas weiter bauen. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall hier noch voller werden. Nein, nicht mit Wasser, mit Möbel oder so. Ach Quatsch, ich nur Spaß, Matthias, musst du nicht ernst nehmen. So, und dann habe ich mir überlegt, bau dir doch einfach so eine Terrasse oder so, ne? Und dann, hey, Junge, mach das Wasser doch mal weg. Junge, ich will hier rein! So, da hab ich mir überlegt, ja, mach dir eine Terrasse hier hin, wo du eine gute Aussicht hast. Mal hier, ne, zum Seehaus, zur Mine und zum Dekobaum, ne. So. Alter, voll der Whirlpool hier oben. Dann, wenn ich jetzt nicht diese Probleme hätte rauszukommen, gut. So, das war jetzt Shadows Haus. Und der Favorit Haus. Ja. Das nicht, ne? Wieso
ist hier alles weg. So, okay, das legt ihr jetzt wieder zusammen. Das habt ihr gemacht bestimmt, so. War dein Pippi. So, und dann ist hier eine Farm. War doch aus Teppich. Von Felix und Leon. Ne? So, und dann noch hier so einen kleinen Brunnen. Hier ist das Haus von Felix und Leon, denke ich mal, oder so eine kleine... Ein kleines Überbrückungsbruchbude oder so, also mit einer Abstellkammer, sieht das schön schon so aus. Hier sieht es aus wie eine so kleine Mini-Kneipe. Und da oben so einer schönen Struktur, dass man hier hoch kann. Und dann war eigentlich hier früher sein Bett. Aber aufgrund, dass Felix jetzt eine neue Welt hat, hat er, glaube ich, ein neues Haus gebaut und ist dann umgezogen praktisch. Und Flo dachte mal wieder so witzig zu sein, um mich hier einzusperren. Ja, und hier war, glaube ich, auch mal das Bett von Leon, also die wohnen ja hier zusammen, meine ich. Oh. Und ja, dann denke ich mir, sind eigentlich, glaube ich, auch beide umgezogen. Ja, dann war es das eigentlich jetzt mit diesem Haus. Hier ist nochmal so eine kleine Zauberecke, womit man hier nochmal seine Waffen oder Rüstungen verzaubern kann. Hier ist halt ein Portal zu seiner Welt. Ne, mit Rechtsklick kann man das halt auswählen und so. Und ja, dann kommen wir mal halt zu Floschens Haus. Ja. Wenn du willst, Flo, kannst du jetzt mal ein bisschen auch was zu deinem Haus erzählen. Also hier. Ja, klar. Anfang, wo alle noch ein Haus so gesagt gebaut haben, hast du ein bisschen so geguckt. Dann habe ich selber einen schönen Blockhaus gebaut, so hier mit Garten und so, haben Pferdchen und sowas. Mit Seros, da man es reinfällt und nass wird. Und hier kann man auch so reingehen und sich aber noch nicht alles so fertig. Und darum habe ich noch ein Geschoss, da ist auch nur Patronen drin und so. Aber nichts so Besonderes, kann ich mal zeigen. Wo ich ja schön mein Haus gebaut habe, hatte ich noch schön Aussicht gehabt, aber dann ist welche halt die Lapis und generell haben vor meinem Haus Häuser gebaut und ein ist ein Steinklotz, ist richtig hoch geworden, habe ich übelst in guten Aussicht jetzt. Und ja, und wenn ihr wundert, wo ich außenrum hier Blätter habe, habe ich extra gemacht, dass kein Mob und so ein Scheiß rauskommt und keine Spinnen und so, sieht man hier außen. Habe ich so gemacht, dass die Spinnen nicht rüber können. Und ja, weil es mich sowas halt immer nervt und sowas. Und ja, und ja, das war mein Haus. Ich sah aber noch nicht fertig, wird bestimmt zum nächsten Video wieder ein bisschen geändert haben. Also ich muss sagen, das sieht wirklich nice aus. Also hast du wirklich schön hinbekommen. Also wirklich, also ich hätte auch wirklich nicht gerechnet, dass du wirklich so Kreativität hast. Also so richtig gute Kreativität. So und dann noch mit den Lampen fand ich auch eine geile Idee. Hier sieht man nochmal ein Portal zu. Never, So, dann hat man Flo auch eine kleine Mini-Farm hier errichten lassen. Kann jeder halt Wolle und so halt braucht nehmen. Und genau. So, ja. Ja, und da habe ich mir auch überlegt, baue ich mal meine Farm. Also im ersten Video hatte ich ja auch eine kleine Farm, habt ihr ja gesehen. Falls ihr euch das Video angesehen habt, keine Ahnung. Und ja, habe ich mir überlegt, baue ich mal meine Farm weiter aus mit verschiedenen Schafen. Hier ist das Pferd ist natürlich geblieben, das ist mein Reitepferd. Hier halt mit den Schafen. Und hier ne, die gewonnenen Mittel, um die zu füttern, zu paaren, zu färben, was weiß ich noch, an die Leine zu bringen. Und ja, hinten sind halt noch die Kühe. Dann habe ich hier noch auch ein Hühnchen, na gut. Noch einen kleinen Anbau, Gewächs anbringen, angebracht. Ja, da sieht man hinten, habe ich da so Kürbisse gepflanzt. Hier dann halt noch ein paar Weizen. So, dann zeige ich euch schon mal mein Haus. Das hat sich ein bisschen geändert. Ich finde, das hat sich schon sehr gut verändert. Ja. Ich habe erstmal die Struktur ein bisschen, dass es hier gleichmäßiger aussieht, so geändert. Weil das sah am Anfang so kreuz und quer aus. Hier nochmal den Boden geändert, finde ich. Sieht das viel schöner aus. Die Tische, Ofen, Waschbecken. Sieht aus wie das richtige Haus als vorher, hat sich viel verändert. Na, hier noch ein paar, achso, ja, hier, falls Leute auch fragen sollten, was für ein Texture Pack ich benutze, also Flo hat mir empfohlen, das von Wind Waker zu benutzen, sehr, sehr Wind Waker. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr gut. Kann man auch sehen, dass das im Gegensatz zum normalen Minecraft ganz anders ist. Mehr HD und halt nicht so verpixelt. Ich glaube auch Texture Packs, die halt auch gut aussehen, aber Standard Texture wie Minecraft so generell schon gemacht worden ist, ich finde es langweilig. Und dann habe ich hier noch seit kurzem ein kleines Schwimmbad erstellt mit Flo zusammen,
wenn man sich ein bisschen hier aufhalten kann zusammen. Wenn man langweilig ist oder so, einfach mal hier rumhängen. Dann habe ich mir überlegt, komm hier vielleicht noch irgendwie so sitzen, aber der Platz ist jetzt nicht gerade so ausreichend und na, ist ja noch in Frage gestellt. So, und dann, achso, genau, das war die Küche, dann gehen wir jetzt hoch zum Schlafzimmer. Hier hat sich auch nicht viel geändert, also hier hat ich nur so eine kleine Information gemacht, was hier ist und so. Das Bett habe ich jetzt dahingestellt, ich weiß nicht, das stand ja glaube ich sonst hier. Ja, und dann halt hier noch ein Turnraum mit meinen Sachen, auch unterteilt in Kategorien, wie man das hier sehen kann. Pflanzen, Innenausstattung, Rohstoffe, sonstiges, Blöcke, Nahrung und halt Equipment, halt hier mit der Crafting Box, damit ich nicht immer runterlaufen muss. Ja, und da oben halt gehen wir zum Partyraum. Also, ja, Partyraum. Sieht jetzt wirklich nicht so aus. Also ein Partyraum soll eigentlich nur dazu sein, wo man sich einfach zusammen aufhalten kann. Genau, mit einer passenden Musik oder so. Einfach rumchillen und sowas. Ja, also das Witzige war mal, ich habe mal irgendwie unten mein Haus gebaut und dann plötzlich höre ich so hier diese Druckplatte, wie sich die Tür mal öffnet. Dann gehe ich so hoch, war ja auf einmal so ein Pferd drin. Ein normales Pferd gespawnt. Dann habe ich gedacht, wie geht das denn? Ich meine, na gut, vielleicht hatte das Pferd mal Bock, irgendwie ein bisschen Party zu machen. Ja, wer weiß. Ja, also dann hier. Okay, falls ihr euch fragen sollt, was das sein soll. Also ich habe gedacht, machst du mal Windräder hin, aber das sieht jetzt, also wirklich, das sollen Windräder darstellen. Es gibt bestimmt bessere Wege, wie man Windrad darstellen kann, aber auf Anhieb ist mir das jetzt nicht eingefallen und habe ich das einfach jetzt mal so gebaut. Also ich habe ja noch nicht so viele Minecraft-Erfahrungen, wie ihr wisst. Das ist ja noch nicht so lang. Ja. Kommt alles noch. Ja, und dann da oben ist halt der Aussichtsturm, wo man von oben alles sehen kann. So, hier halt so ein kleiner Lorenbahnhof, wo man dann hier bis nach hinten zum Felix-Turm kommt, aber sonst ist da hinten auch weiter nichts, halt nur mein Schloss. Ja, und dann haben wir hier noch so eine Brücke gebaut, letzte Woche Flo und ich, eine Brücke, wo man halt schneller hier zum Berg da hinten kommt oder andersrum, ne? So, und falls ihr euch fragt, was das da hinten ist, also das da hinten soll ein Tempel sein. So ein, kein Tempel, wo man beten kann oder so, wie er sich denkt, sondern nein, es ist ein Tempel wie von Zelda The Wind Waker, der Terra Tempel, auch genannt Earth Tempel. Und da ist es einfach, wenn man mal Bock hat zu kämpfen oder so, kann man einfach da, jetzt regnet es auf einmal Erde, okay. Kann man da auch sich wagen. Es ist wie ein Labyrinth aufgebaut, Erdgeschoss. Ja, muss man gucken. Monster bezwingen, Zombies, Endermans, Creeper, Skelette, ne, und Spinnen. Dann geht man da so rein, da muss man halt gucken, den richtigen Weg finden. Suchen, die Knöpfe zu finden. Also das ist eigentlich, finde ich, schon schwer, weil das da auch nicht gerade viel Platz ist, sondern auch schon eng, mit engen Sackgassen. Auch mit Sackgassen. Und ja, dann kommt man, wenn man es geschafft hat, kommt man dann halt in den so einer Vorraum, wo man dann halt eine Treppe runter kann zum U1. Mhm. Und ja, dann geht's da nochmal, dann wird's da noch etwas schwieriger, weil das dort größer ist, schwieriger, weil da auch Lava ist, wo man springen muss. Aber das zeigen wir nicht. Nee, das, also ich mach nur ein Intro, sage ich jetzt mal so einfach einen Einstieg, um zu erklären. Ich werde darüber noch ein Video machen, auf jeden Fall. Oder wenn das wirklich so ist, wenn ihr mit uns spielt oder so, könnt ihr auch sehr herausfinden. Könnt ihr einfach selber testen, genau. Und dann ist er halt in der U1 das Labyrinth größer. Ja, wie und dann, was in U2 euch erwartet, ist eine Überraschung, weil, na gut, mehr sage ich jetzt nicht. Nicht so, weil, na gut, könnte man auf das Video warten oder einfach mitspielen. So, dann zeige ich euch jetzt, wenn das mal, halt gut ankommt. Wenn das halt das Video gut ankommt, wenn das wirklich auch viele Likes haben soll oder gute positive Kommentare, mache ich weiter. Halt auch generell so, genau, so, und ist einfach so, dass man einfach alles bauen, wie man will und so, genau. Und keine so. Es ist einfach nur, weil ich ja immer mal gerade wie langweilig finde, habe ich schon überlegt, mache ich mal einfach andere Videos wie Minecraft. Was ich auch machen werde, ist Mario Kart 8 nächsten Monat, klar. Und FIFA 15 werde ich dann auch, ja, holen.
Oder im Moment zocke ich ja auch noch FIFA World, was ja umsonst im Moment ist, kann ich auch noch ein paar Gameplays machen mit Kumpels. Ja, dann kommen ja halt noch bestimmt noch mehr Spiele raus für Wii U oder was weiß ich noch. Ja, dann war hier nochmal eine kleine Fluchtweg, sage ich mal, Fluchtweg, Abkürzung, dass man hier schneller runter kann. So, und dann zeige ich euch jetzt mal, hier ist das hier die kleine Verknüpfung zum Lorenbahnhof. Dann hat Flo noch die Idee gehabt, eine U-Bahn-Station zu bauen. Ist aber auch noch nicht so ganz fertig. Und ist noch nicht fertig, genau. Aber das können wir auch schon mal testen. So, dann fährt man dann hier so rum. Und halt wie in einer normalen U-Bahn-Station unter der Erde, ist ja klar. Und dann, da wo es auf einmal so viel Platz ist, sieht natürlich irgendwie komisch aus, aber man könnte da vielleicht auch so eine Haltestelle machen oder so. Und ja, dann kommt man dann quasi schon hier an. Da hinten. Ja. Und dann, nein, mein Lore. Kommt man dann unerwartet, sag ich mal, unerwartet an Ravens Haus vorbei. Also dann schnell von A nach B kommt. Gebaut? Ich war gerade dabei, ne? Achso, ja, damit man halt dann schnell von A nach B kommt, um mal hier die Gegend anzuschauen oder wenn man mal schnell mal zu jemandem will oder einfach Sachen verzaubern will, hierhin. Ja, ich überlege, ich meine, ich hätte noch eine Kleinigkeit. Genau, ja genau, wie man sagt, das Beste kommt immer zum Schluss. Ich meine, ich müsste das jetzt das Letzte sein, was ich euch zeige, ist die Achterbahn. Die Achterbahn ist auch knapp eine Schulwoche alt. Und ja, da hatten wir richtig Langeweile und so gehabt und ja, haben wir halt ein bisschen Langeweile gehabt und genau. Ein bisschen schneller, aber... Also Flo hat gebaut, ich habe organisiert, kann man so sagen, wie die Wege sein sollten, wo lang, wie hoch und so, und ich muss sagen, Flo, du hast auch wirklich geile Arbeit geleistet, also... Ich habe einfach nur geklatscht. Okay, aber ich finde, das sieht eigentlich schon cool aus. So, dann hier, kann man sich halt... Ach, die Kuh mit der Lore, ja man. Kann man sich, dahinter, hinter dem Dorfbewohner halt in der Truhe Loren ausleihen und dann hier hinstellen, also da liegt ja schon eine bereit, oder nimm du die Flur, dann können wir zusammenfahren, dann steigt man da ein, so. Mach wie? Und dann geht's mir hier so erstmal hoch, im Labyrinth so, zack zack zack, schlangenförmig, immer höher, noch hier schön alles sieht. Da ist nur meine angefangene Festung, aber wie gesagt, wird alles noch zu Ende gemacht. So, dann ist hier nochmal, wo man sich hier mal so witzig so treffen kann. Und dann geht's immer höher, jetzt sind wir schon gleich über den Wolken. Da sieht man mal den Raven am besten hier, den Raven. Mhm. Dann hier mal Hallöchen. Den Deko-Bau. Wo denn? Ja, den Raben, den du da gebaut hast. Achso, ja, ich bin... Zu bauen. So, dann geht's immer höher und irgendwann ist auch der Knackpunkt erreicht. Das müsste da oben sein, seht ihr. Und dann geht's auch steil runter. Haben wir auch guten Übersicht von unten, aber von unten. Dann kann man auch schon sehen, dass die Stadt schon definitiv größer geworden ist als im Anfang im Video. Hab ich ja auch nicht so viel gezeigt. So, jetzt geht's auch hier runter. Ja, dann sieht man schon, so sieht die Stadt von oben aus. Der Festung, mit dem Felix-Tor, mit dem Tempel, mit der Siedlung, mit den Einrichtungen. Ja. Bei Flo sieht man, dass ich gerade war, mal im Raum. Jetzt leckt das ein bisschen, weil Flo auf einmal so nah hinter mir ist. Ich bin hinter dir, ja. Leckt das? So, dann kommt man, warte gerade nur, hier kommt man dann am Windrad, zum Glück stoßt man nicht dagegen. Hier mein Haus immer vorbei. Dann geht's mal hier runter. Ja. Ich habe ja vorhin schon eine Testaufnahme gemacht, aber irgendwie hat er da meine Stimme nicht aufgenommen. Da ist dann komischerweise auch eine Kuh mitgefahren. Total witzig. Was mir auch passiert ist, ich glaube letzte Woche habe ich mit Dark Shadow gespielt. Und dann habe ich mal oben so eine Lore verloren, die irgendwo da oben war. Und dann kommt die auf einmal mit einem Zombie runter. Okay, mit so einem Mini-Zombie, ne? Mit so einem Mini-Zombie und ist eigentlich ganz... Oh scheiße, jetzt habe ich aus Versehen. Nein! Ich wollte die abbauen, die hier. So.
hat so Mini-Zombie runtergekommen und also bei diesem Texture-Pick von Windbreaker sehen die Zombies wirklich witzig aus, vor allem wegen die kleinen. Ja, also ich glaube, das war's fürs Erste mit dem, also ich habe euch erstmal unsere Stadt gezeigt. Es kommt natürlich auch noch mehr Sachen dazu, wenn wir neue Ideen haben. Guck mal die Kuh. Und ja, jetzt könnt ihr auch sehen, wie eine Kuh jetzt da hochfährt, ne? Also im nächsten Video werde ich dann versuchen, falls dieses Video, also falls überhaupt die Interesse noch steht, dass ich weiter Minecraft-Videos machen sollte oder ob das überhaupt gut geworden ist und ob sich Leute das überhaupt angucken, liken oder mögen. Ihr könnt auch Feedback schreiben und alles Mögliche, was euch gefällt und ja. Und ja genau, mache ich dann halt das Video über den Tempel mit Flo zusammen. Irgendwann mal. Und wie gesagt, sollte Interesse sein, wirklich ihr das testen wollt oder die Map haben wollt, wir werden überlegen, uns irgendwann, wenn wir fertig sind, die Map zum Download freizubringen. Und ansonsten könnt ihr selber mal auf den Server gehen und das euch mal alles selber mal angucken. Wenn überhaupt wollt, dass er meistens gefragt wird, dann machen wir das, dass er auch drauf mit uns spielt oder auch generell genau drauf kommen könnte. Ja. Und ja, also man könnte vielleicht auch denken hier, wenn man jetzt, okay, die ersten Tage habe ich jetzt auch gesuchtet das Spiel, ja, ich meine, ist klar, wenn man jetzt ein Spiel anfängt zu spielen, dann suchtet man auch die ersten paar Tage bis Wochen. Nur halt aufgrund den Prüfungen, die ich jetzt zum Glück fertig habe, konnte ich nicht mehr so viel spielen. Aber jetzt geht's wieder und ja, hoffe, dass da auch natürlich noch viel mehr wird. Ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zugucken, Leute, hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, wenn Interesse ist, einfach in die Kommis was schreiben. Ja, und ja, hoffe, dass ihr auch Spaß hattet, ne? So, dann bedanke ich mich mal fürs Zugucken, Leute. Eine Kuh. Ah, okay, dann kommt die Kuh da auch gerade noch runter. Ja, dann habe ich auch nicht, wie ihr auch wisst, habe ich auch nicht so viel Minecraft-Erfahrung. Okay, passt auch gut zum Ende, ich bin jetzt gestorben, Leute. Ja, danke mal fürs Zugucken, habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt, aber ich freue mich immer herzlich, wenn die Leute meine Videos angucken. Hoffe, kommen auch gute Kommentare, positive Kommentare und ja, wie ihr wisst ja Bescheid. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Thanks for watching, genau, for English guys. Ja, und dann werde ich halt in Zukunft dann noch das den Tempel präsentieren und ja, könnt ihr euch, wenn ihr das jetzt gemocht habt, könnt ihr euch schon mal, sag ich mal, drauf freuen, das nächste Video zu sehen. Okay, dann danke nochmal, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rein und ciao.